Ja, wen haben wir denn lang nicht mehr geguckt? Tobias Huch. Und ich habe gehört, er muss an den Kollegen Müller-Römer bezahlen. Und es soll wohl ein lustiges Video sein. Wir gucken's mal an. Hi und willkommen zu diesem neuen Video. Ich bin Alex Boos. Fällt heute nichts ein aus Mainz. Ja, Tobias Huch. Ich suche das gerade nebenbei raus. Hat ein Video gemacht und da geht es auch, der hat ja auch immer wieder Auseinandersetzungen mit dem Kollegen Müller-Römer. Warum suche ich jetzt in YouTube nach YouTube? Ach, Multitasking Gott. Tobias Huch. So, hier haben wir es. Das Video heißt, wo ist das? Ich muss an Müller-Römer zahlen oder sowas. Den Kollegen aus Köln. Hier ist das Ganze. Los geht's. Der Konflikt mit Shoyoka, das ist ja schon so eine haarige Angelegenheit. Extrem nervig das Ganze, weil ich meine Zeit lieber in Videos stecken würde, wo ich über Fake News, Rassismus oder Antisemitismus aufkläre. Leider macht mich die Dame regelmäßig in ihren Streams zum Thema. Der Name hochzieht hat und bringt Zuschauer. Zuletzt war ich gezwungen, ihre Geschichten aus dem Paulanergarten. bezüglich einer illegalen Demonstration in Bremen zu exposen. Das Video findet ihr unten in der Beschreibung. Schaut es euch gerne an. Und in diesem Ich Video weiß jetzt gar nicht, hatte ich so was das für eine mehr als Thematik war. Scherz einen kleinen Gruß an ihren Rechtsanwalt Stefan Müller-Römer dagelassen. Da muss man aufpassen, es gibt gleich wieder die nächste Abmahnung von Müller-Römer. Grüße gehen raus nach Köln. Und das Angebot steht natürlich, dass das nächste Spitzenschneiden auf meinen Nacken geht. Ja, das war so eine kleine Anspielung auf das Verfahren, was er gegen mich Ach angestrengt so, hat war mal und verloren Gegenstand eines hat. Verfahrens, gell? Denn ihm gefiel das nicht, zumindest meine Aussage, der soll sich mal die Spitzen schneiden lassen. So. Ja, richtig. Und dann gab es ein einstweiliges Verfügungsverfahren, ist dann aber abgelehnt worden gegen Tobias Huch. Also da sieht man, die beiden sind sich auch nicht sonderlich grün, gell? Ja, schauen wir weiter. Also er hat ihm angeboten, dass das nächste Spitzenschneiden auf seinen Nacken geht. Was kommt jetzt? Wenn das schon heißt, ich muss an Müller-Römer zahlen, habe ich schon eine Vermutung, was jetzt passiert. Wohlgemerkt, Stefan Müller-Römer hat langes, prachtvolles Haar. Eine richtige Mähne. Ja, da hat er gut lachen. Also im Stadion beim 1. FC Köln, den Geißböcken. So vor Gericht, weiß ich nicht. Jedenfalls habe ich in dem Video gesagt, dass das Spitzenschneiden auf meinen Nacken geht. Umgangssprachlich dafür, dass ich es bezahle. Und was soll ich sagen? Am nächsten Tag kam eine E-Mail von Stefan Müller-Römer. Kein Nein! Anhalt. Was mich schon wunderte, denn normalerweise bekomme ich von ihm bzw. von seiner Die Kanzlei Abmahnung. regelmäßig Abmahnungen und diese E-Mails haben alle einen PDF-Anhang. Und in dieser E-Mail schrieb Stefan Müller-Römer Folgendes: Nachricht aus dem Off. Eigentlich wollte ich hier zwei Sätze aus der E-Mail zitieren, mit KI-Stimme nachgesprochen. War alles wunderbar. Nur Stefan Müller-Römer fand das irgendwie nicht cool. Also zitiere ich es nicht, sondern sage es inhaltlich. Und zwar hat er sich gemeldet und hat darauf hingewiesen, dass ich ja das Angebot zur Kostenübernahme gemacht habe. Und dieses Angebot nimmt er an. Damit Vertragsschluss, Angebot und Annahmen. Also das ist wirklich eine lustige Aktion von einem Kollegen, muss ich wirklich sagen. Mal weiter, was da noch passiert. Verlinkt er auf mein Video und dann bittet er darum, dass ich umgehend 43 Euro ihm überweise, und zwar auf das aus den Abmahnungen bekannte Konto. Ja, 43 Euro. Ich war jetzt das. beim Friseur für 23, glaube ich. Nee, 21 sogar. Plus 2 Euro Trinkgeld. Das hätte man auch viel einfacher haben können. Übrigens, wenn ihr mich unterstützen wollt, unten in der Beschreibung ist ein Link zur GoFundMe-Seite, weil die Prozesse halt viel Geld kosten und jeder Euro hilft. Küsschen geht raus und weiter geht's im Video. Ich habe wirklich mit allem gerechnet, aber nicht damit. Das ist auch cool, muss Das man musste ich sagen. Das ist zumindest wirklich cool. erstmal sacken lassen. Und nachdem ich die E-Mail dann noch einmal gelesen habe und es tatsächlich so da stand, musste ich grinsen, wie auch jetzt. Was für ein Frechdachs. Der Ups. Lümmel will sich doch tatsächlich auf meine Kosten hübsch machen. Also ist beides cool. Das Angebot ist cool und dass er es dann annimmt, ist natürlich noch cooler. Ja, finde ich geil. Ich sage gleich rechtlich was dazu, ob das bindend ist oder nicht. Aber warum eigentlich nicht? Denn formaljuristisch hatte ich ja ein Angebot abgegeben und er hat das Angebot angenommen. Oder wie es die juristische Fakultät der Universität Siegen sagt,
Der Vertrag ist ein Rechtsgeschäft, das aus inhaltlich übereinstimmenden, mit Bezug aufeinander abgegebenen Willenserklärungen von mindestens zwei Personen besteht. Dabei wird... Erklärt auch schon den Jurakram, dann brauchst du ja gar nicht machen. Also Angebot und Annahme, ja, führt dann zum Vertragsschluss. Also, was weiß ich, geh in die Bäckerei, möchte gerne ein Brötchen kaufen, kriegst ein Brötchen, alles klar, Kaufvertrag geschlossen. Also ich biete was an, der andere sagt, ja, machen wir so. Jetzt wird es dann noch natürlich schwieriger, Abstraktionsprinzip und so weiter, ja, Übereignung losgelöst vom schuldrechtlichen Geschäft. Ja. Aber das machen wir wann anders, wenn wir Hardcore-Jura machen. Also weiter. Zeitlich früher abgegebene Willenserklärung Antrag bzw. Angebot oder Offerte genannt und die später da auf folgende Willenserklärung Annahme. Ja, der Paragraph 145 und 146 Bürgerliches Gesetzbuch. Fein, fein. Oder wie ich als Nichtjurist sage, ein Mann, ein Wort. Ja, genau. Und so schrieb ich an Müller-Römer. Sehr geehrter Herr Müller-Römer, wie sagt man so schön, ein Mann, ein Wort. Dementsprechend habe ich per Blitzüberweisung, siehe Anlage, die 43 Euro auf Ihr Kanzleikonto überwiesen, damit Sie vielleicht schon morgen Ihren Termin wahrnehmen können. Eine Quittung des Friseurs, der Friseurin wäre sehr nett. Genießen Sie die wohltuende Pflege. Gruß nach Köln, Tobias Huch. Und hier, damit auch mir jeder glaubt, das ist die Überweisung. Müller-Römer antwortet mir dann, dass es doch nicht so eilig war und erklärte mir, wie er seine Haare pflegt. Aber das ist Teil der E-Mail, der doch schon ein wenig privat ist und das lassen wir hier mal weg. Und bei der Quittung ist er sich auch nicht so sicher, weil er mir nicht traut, dass ich die Adresse seines Friseurs geheim halte. Aber an der Stelle, Herr Müller-Römer, ich halte doch auch die Adressdaten Ihrer Mandantin geheim. Ich komme doch nicht im Traum auf die Idee, Ihren Friseur zu leaken. Und der interessiert mich auch nicht, denn für mich sind 43 Euro für einen Friseur viel zu teuer. Da lobe ich mir meinen kurdischen... Ich weiß auch nicht, ob das jetzt ernst gemeint war mit dem Friseur leaken oder ob das eine Anspielung war. Keine Ahnung, wie er es gemeint hat. Aber die ganze Aktion ist auf jeden Fall cool. Also von beiden cool, aber Müller-Römer wirklich auch cool. Super Idee. Barbier hier in Bremen, der mir für 28 Euro die Haare, den Bart schneidet und mich mit Chai versorgt und am Ende reichlich 80-prozentigen Alkohol, der nach Zitrone riecht, ins Gesicht und in den Nacken kippt. So. Diese kleine Anekdote wollte ich euch dann doch nicht vorenthalten, denn das, finde ich, war eigentlich recht witzig. Und ich meine das überhaupt nicht abwertend, denn als gebürtiger Mainzer verstehe ich den besonderen Kölner Humor. Das hat irgendetwas mit dem Wein zu tun. Und ich hoffe, dass ich euch damit auch zum Schmunzeln gebracht habe. Ja, mich auf jeden Fall. Und Sie, Herr Rechtsanwalt Müller-Römer, erwarte ich bei der nächsten mündlichen Verhandlung perfekt frisiert. Dann gibt es zur Belohnung auch ein Flakon 4711. Bis dann. Das nächste Angebot gemacht, oder was? das ist ja witzig. Ja, Angebot und Annahme. Was ist dazu noch zu sagen? Mir fällt da noch ein Paragraph spontan ein, auf den man hinweisen könnte. Und zwar ist das, ich muss kurz gucken, ich glaube, es ist 118. Hier, das ist der 118. Eine nicht ernstlich gemeinte Willenserklärung, die in der Erwartung abgegeben wird, der Mangel der Ernstlichkeit werde nicht verkannt werden, ist nichtig. Klingt jetzt ein bisschen altbacken und kompliziert, soll eigentlich heißen, wenn du so ein sowas. Guck mal, jetzt habe ich sogar vergessen, den Kopfhörer rauszunehmen, weil ich diese neuen so gar nicht merke. Spitze. Also wenn du was, ein Angebot quasi abnimmst, was du nicht ernst meinst, also so eine Scherzgeschichte, ja, und du auch davon ausgehen kannst, dass dem anderen auch klar ist, dass das ein Spaß ist, ja, dann wäre ein solches Angebot nichtig. Ja, kann man jetzt hier natürlich drüber streiten, ob das so ist oder nicht. Er hat schon sehr, also für mich so rübergebracht, als steht er dazu, deshalb glaube ich, der 118 wäre hier nicht einschlägig. Spielt aber auch keine Rolle, wir wollen das hier nicht zu sehr machen. Also es ist eine geile Idee, ja, wenn man jetzt davon ausgeht, war ein Angebot, er nimmt das an. Damit ist der Vertrag zustande gekommen. Ja, also super, muss ich wirklich sagen. Grüße nach Köln heute an den Kollegen Müller-Römer. Das war wirklich grandios, muss ich wirklich sagen. Großartig, mag ich. Und cool auch, dass Tobias Huch sich natürlich hier an sein Wort hält. Und ja, er hat schon angekündigt beim nächsten Prozess und so weiter. Naja, das steht auf einem anderen Blatt. Also witzig. Einmal Spitzen schneiden auf den Nacken von Herrn Huch.
Ja, wie fandet ihr dieses Video von Tobias Huch? Schreibt mir dazu gern was in die Kommentare. Wie findet ihr die Aktion vom Kollegen Müller-Römer? Sagt mir gern was dazu. Bis zum nächsten Mal. Und ich biete jetzt nichts an. Tschüss.